Hallo liebe Fotofreunde, hallo liebe Community, herzlich willkommen zu einem neuen SEO-Log. Ich weiß, hier auf dem Kanal war es lange Zeit relativ ruhig, das soll sich jetzt wieder ändern. Wir hatten über den Sommer einfach so enorm viel zu tun, auch das neue Studio, in dem ich jetzt hier gerade stehe, hat enorm viel Zeit gefressen, deswegen war das Projekt YouTube erstmal so ein bisschen beiseite gelegt. Aber jetzt soll's losgehen, ich habe Bock, euch mega geilen Content zu liefern und ich fange heute gleich mal an und zwar mit dem Test von Saal Digital, besser gesagt mit dem Test eines Fotobuchs von Saal Digital. Und zwar halte ich es hier schon in der Hand. Einige Fotografen werden das Ganze schon kennen. Bei Saal Digital hat man die Möglichkeit als Fotograf, der sich auch so ein bisschen präsentiert, also jetzt nicht nur rein die Fotos macht, hat man die Möglichkeit, den Druckservice von Saal Digital zu testen. Und da haben wir uns mal angemeldet. Und ja, wir haben einfach mal so ein kleines Hochzeitsportfolio-Buch erstellt und darüber möchte ich euch gerne etwas erzählen. So ihr Lieben, was ist Saal Digital überhaupt? Saal Digital ist ein Druckanbieter, der mein vollstes Vertrauen genießt. Also ich lasse so ziemlich alles, was ich irgendwie fotografisch mache, auch irgendwie über Saal Digital im Endeffekt drucken. Das geht los bei Aluplatten, Leinwände, Fotobücher, Poster. Also ja, Saal Digital ist definitiv mein Hauptpartner in Sachen Druck und den möchte ich euch gerne ans Herz legen. Und zwar, wie gesagt, gibt es die Möglichkeit, Fotobücher zu testen. Es sind auch immer wieder Gutscheincodes für Fotobücher von Saal Digital im Umlauf. Also einfach mal auf denen ihre Website schauen. Die binde ich unten in die Beschreibung mit ein. Klickt ruhig mal drauf, erkundigt euch ein bisschen. Da gibt es immer wieder ganz coole Angebote, so Kennenlernangebote. Die solltet ihr auf jeden Fall nutzen. Bevor wir jetzt mal eigentlich in ein Fotobuch kommen, möchte ich noch ganz kurz was zur Software sagen. Die ist nämlich mega einfach aufgebaut. Ihr ladet euch die einfach von der Saal Digital Website runter. Installiert ihr auf eurem Rechner und schon kann es losgehen. Ihr wählt einfach aus ganz vielen verschiedenen Produkten aus, da ist echt alles dabei, also Fotoabzüge, Poster, Fotobuch, Fotoheft, Alu-Debound, also wirklich eine ganze Menge, alles was euer Fotografenherz begehrt, könnt ihr dort auswählen. Und wenn ihr jetzt nicht gerade Bock habt, euch hinzusetzen und stundenlang ein geiles Layout für so ein Fotobuch zu designen, dann könnt ihr auch einfach auf eine der zahlreichen Vorlagen zurückgreifen und dann geht alles ganz einfach, Bild genommen, reingeschoben in die Software und am Ende habt ihr ein geiles Buch. So, ich habe mich dazu entschlossen, mal so ein Fotobuch bei Saal Digital zu testen und das habe ich nicht etwa jetzt gemacht, um irgendwie einen geilen Gutschein abzugreifen oder hier so ein kostenloses Fotobuch in der Hand zu haben, sondern ich mache das aus Erfahrung und vor allem aus Überzeugung. Ja, ich bin seit 3 Jahren jetzt Saal Digital Kunde, bin immer zufrieden gewesen. Und ganz ehrlich, selbst wenn ich nicht schon 3 Jahre dabei wäre, spätestens nach dem Auspacken dieses Fotobuchs hier, wäre ich echt Fan. Ich habe mich dazu entschieden, ein Hochzeitsportfolio-Buch von 2016 zu erstellen, einfach damit ich hier was hinlegen kann, wenn meine Hochzeitspärchen kommen, dass sie einfach nochmal ein bisschen stöbern können. Und habe mich deswegen für so ein schwarzes, ganz schlichtes Ledereinband entschieden. Hier unten habe ich SEO Motion Hochzeitsfotografie 2016 stehen. Und da kommt der erste große Daumen für die Saal Digital Bücher. Ich kann mein Buch personalisieren. Und zwar von vorne bis hinten. Ich habe mehrere Farben. Ich habe Lederlook. Ich habe ein Hardcover, wenn ich das möchte, mit meinem Foto drauf. Ich kann hier unten was draufschreiben. Ich kann hier was draufschreiben. Ich kann das komplette Fotobuch personalisieren. Und das uneingeschränkt. Und das ist einfach nur geil. Ja? Also das ist das, was ich mir auch wünsche, dass ich ein bisschen Freiraum habe in meiner Gestaltung und nicht irgendwelche Vorlagen bekomme, wo ich aus 3 auswählen kann, sondern ich kann mein Fotobuch gestalten, wie ich das möchte. So, wie gesagt, so ein Fotobuch, ihr könnt verschiedene Layouts, die sind schon voreingestellt, die könnt ihr wählen. Ja, wenn ihr wenig Zeit habt, nehmt so ein Layout, knallt eure Bilder rein, das sieht trotzdem geil aus. Wenn ihr ein bisschen mehr Zeit habt, macht ihr natürlich euer eigenes Layout, logisch. Aber jetzt geht es erstmal um das Buch hier, das habe ich mit eigenem Layout gemacht. Jetzt kommt gleich auch der nächste große Daumen nach oben und zwar bei den meisten Druckanbietern oder Druckanbietern sage ich, bei den meisten Fotobuchanbietern ist es nicht möglich, die erste Seite zu bedrucken. Das ist bei Saal Digital anders. Ihr seht hier, das ist Seite 1 und ihr habt direkt einfach ein geiles Bild auf Seite 1. Ja, das Fotopaar, müsst ihr euch vorstellen, macht das Buch auf, zack, boah, alter Schwede, geiles Bild, direkt auf Seite 1 und dann hier auf der Seite einfach nochmal ein bisschen verfeinert, mit einer kleinen Schrift, ja, mit Willkommen in dem Fall. Also ihr seht,
Layout-mäßig keine Grenzen und das ist auch wichtig und vor allem, ihr könnt auch Seite 1 was drucken, ey, wie geil ist denn das? Nein, mega fett und was gleich auffällt, wenn man das Buch aufklappt, ey, die Seiten. Die Seiten sind mega dick, die sind mega wertig, ja, wenn ich hier, ich habe das Gefühl, ich kann die biegen und knicken, wie ich möchte. Das Buch liegt immer noch in 10 Jahren hier, sieht genauso aus wie jetzt und kann von euch betrachtet werden. Also Langlebigkeit von dem Fotobuch auf jeden Fall auch mega genial. Ja, es ist einfach wertig und ich finde, das ist wichtig. Nicht nur, dass die Seiten natürlich mega dick sind. Ja, das ist Original-Fotopapier. Das ist belichtetes Fotopapier. Das ist kein Digitaldruck-Scheiß, der da zusammengebastelt wurde, sondern das ist echt fettes Papier. Hier stimmt die Qualität vorne und hinten. Ja, ich kann euch das mal ein bisschen zeigen. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr das so gut dann seht im Endeffekt. Ich habe mich übrigens für die matte Variante entschieden. Ihr könnt auch glänzende Seiten nehmen. Ich finde matt immer irgendwie geiler. Ich weiß nicht, aber das ist schon immer so. Ja. Ich lege ja mittlerweile auch einen ziemlich matten Look immer auf meine Bilder drauf. Ich finde es einfach cool. Genau, ansonsten, ja, Bildgröße. Ihr könnt hier alles frei selbst gestalten. Wie gesagt, hier sind zwei große Bilder auf einer Seite. Hier habe ich mal einfach so eine Art Collage gebastelt. Ja, hier sind drei Bilder auf einer Seite. Ihr seht, layoutmäßig könnt ihr machen, was ihr wollt. Ja. Ihr habt völlig freie Wahl. Also richtig coole Sache. Ich bin mega überzeugt von der ganzen Geschichte. Meine Hochzeitsbücher kommen auch größtenteils von Saal Digital. Ich habe jetzt ein, zwei Mal einen anderen Anbieter versucht. Und da kommt übrigens der nächste Pluspunkt. Ja, das Buch hier, wie ich es jetzt in der Hand halte, hätte ungefähr, ich glaube... Ich weiß, bin mir gerade gar nicht mehr sicher. Ich glaube, irgendwas bei 50 Euro. Ich glaube, 49 Euro waren es. Hätte ungefähr also 49 Euro gekostet. Ich war jetzt bei einem anderen Anbieter. Das hat übrigens 35 Seiten. Hat das, nee, 36 Seiten hat das Buch. Ich war bei einem anderen Anbieter, der hochwertige Hochzeitsbücher anbietet. Ja, ich will auch gar keinen Namen nennen. Auch mit 36 Seiten habe ich 189 Euro bezahlt. Und ich war nicht so zufrieden wie mit dem Buch von Saal Digital. Vielleicht noch was zu der Größe. Ich habe jetzt hier ein A4 Querformat gewählt. Das sind, jetzt muss ich kurz gucken, A4 Querformat sind 28 x 19 cm. Ja? Es gibt natürlich auch noch andere Größen. Ja? Das ist also nicht, dass es jetzt hier nur drei Größen gibt bei Saal Digital, sondern ihr könnt wirklich alle möglichen Größen. Ihr könnt quadratische Fotobücher nehmen, ihr könnt hochkante Fotobücher nehmen. Ich habe mich für das A4-Format entschieden. A3 war mir dann ein bisschen zu groß. Ich finde A4 mega geil. Meine Fotobücher gebe ich auch größtenteils einfach im A4-Format raus, weil ich das Format recht schick finde. Aber auch hier habt ihr ganz viele Auswahlmöglichkeiten. Ja, was kann ich als Fazit sagen? Als Fazit kann ich sagen, und das sowohl als dreijähriger Kunde, als auch wenn ich von Saal Digital keinen Plan hätte. Saal Digital ist einfach der Druckanbieter schlechthin für Fotografen. Ja? Es gibt ganz wenige, die an die Qualität rankommen, es gibt ganz wenige, die an den Service rankommen und wie gesagt, die Software ist mega einfach zu bedienen, das Ergebnis stimmt. Also falls ihr Bock habt, irgendwie demnächst mal was zu drucken und ich gebe euch die klare Empfehlung, nehmt mal eure Bilder, ja, die ihr auf eurer Festplatte habt und die da seit 3 Jahren verstauben, bastelt euch mal ein Fotobuch oder macht euch Abzüge in einem Poster. Ihr werdet sehen, dass gedruckte Fotos einfach nochmal 200% geiler sind, als wenn die auf eurer Festplatte verschimmeln. Ein digitales Foto wird niemals aus meiner Sicht an ein gedrucktes Foto rankommen. Und deswegen nutzt einfach die Chance, geht mal auf Saal Digital. Es gibt, wie gesagt, jede Zeit gibt es da irgendwelche geilen Gutscheine, dann könnt ihr einfach mal ausprobieren. Ja, jetzt bis zum 30.09. weiß ich, gibt es 15 Euro Rabatt auf so einem Fotobuch. Und das günstigste Fotobuch, was man dort kriegen kann, kostet halt auch nur 24 Euro. Also macht es. Nehmt mal ein paar Bilder von euch einfach, wo ihr sagt, ey, die finde ich richtig geil. Baut euch mal so ein Fotobuch zusammen oder bestellt euch ein Poster. Nehmt so einen Gutschein, ey, ihr bekommt das so gut wie für lau mit dem Gutschein. Ja. Macht es, testet das und dann schaut doch mal, ob es nicht Sinn macht, wirklich öfters einfach Bilder zu drucken. Ich kann das jedem nur ans Herz legen. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, wie spät es ist. Ich habe jetzt auch schon wieder viel zu lange geredet über ein Thema, was man eigentlich einfach mit einem Wort hätte beschreiben können. Geil, ja.
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Es kommen demnächst noch haufenweise YouTube-Videos zu allem möglichen Zeug. Ich drehe gleich im Anschluss noch einen kleinen Rückblick zur Photokina 2016 und erkläre euch, warum die Photokina richtig, richtig wichtig für euch als Fotografen ist. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und wenn ihr jetzt Bock habt, auch mal was bei Saal Digital zu drucken, dann gebt doch dem Video einfach ein Däumchen nach oben oder drückt hier unten auf Abonnieren. Und hier drüben findet ihr noch einige andere Videos aus der Vergangenheit und ich muss jetzt gleich weitermachen, nämlich neuen Content für euch drehen. Vielen Dank, ciao, euer Sio.